Da wir ja für die Berechnung der Dichte bzw. für Berechnungen mit der Dichte öfters auch mal Volumen haben und vielleicht Volumeneinheiten umrechnen müssen, habe ich jetzt also dieses Video erstellt. Zunächst mal möchte ich euch auch noch den Tipp geben, erspart euch ein bisschen das Lernen von Umrechnungsfaktoren. Denn man kann Volumeneinheiten immer auch von Streckeneinheiten ableiten. Und deshalb werde ich zuerst mich mal mit den Einheiten von Strecken beschäftigen, klären, wie ich das Ganze umrechne. Und wenn man das nämlich kann, kann man das ganz leicht auf die Volumen übertragen. Also zunächst einmal als Grundeinheit bei den Strecken habe ich ja den Meter. Und dann gibt es Einheiten für Strecken, die kleiner oder für größer sind. Die nächstgrößere Einheit, die sehr oder am bräuchlichsten ist, ist der Kilometer. Und der Umrechnungsfaktor hier ist dann 1000 bzw. 1000 Meter sind eben ein Kilometer. Das ist jetzt noch kein Umrechnungsfaktor, ob ich jetzt mal oder geteilt rechnen muss zum Beispiel. So, und dann gibt es kleinere Einheiten, die ihr sicherlich alle kennen werdet. Die nächstkleinere nach dem Meter ist der Dezimeter. Und dann haben wir Zentimeter und Millimeter. Ja. So. So wie ich ja hier den Faktor 1000 habe, habe ich jetzt hier umgekehrt geteilt durch. Das heißt, wenn ich zum Beispiel 1 Meter in 10 Teile zerlege, dann habe ich hier den Dezimeter. Das heißt, der Dezimeter ist ein Zehntel. Das Dezi übrigens hier ist also der typische Vorfaktor für ein Zehntel. Und das Ähnliche gilt eben hier auch für diese Vorsilbe beim Meter Centi. Centi, ihr habt sicherlich Französisch vielleicht auch schon mal gehört, Cent, oder im Lateinischen heißt es glaube ich auch so ähnlich, Centum. Das bedeutet 100, beziehungsweise in diesem Fall ein Hundertstel. Also ein Hundertstel von einem Meter ist ein Zentimeter. Und hier geht es eben weiter. Milli ist das gleiche, eben nur mit Tausendstel. So, jetzt, also das ist jeweils die entsprechende Umrechnung. Nehmen wir uns jetzt mal eine einfache Aufgabe vor. Zum Beispiel die Frage ist 55 Millimeter sind wie viel Meter? So, dazu ein paar Vorüberlegungen. Zunächst mal, generell diese 55 Millimeter sagen ja im Prinzip aus, dass ich 55 mal die Einheit 1 Millimeter habe. Ja, also Millimeter als diese Grundeinheit, von der ich ausgehe. Und wenn ich jetzt wissen, wie viel Meter das sind, muss ich vor allem eben dieses hier umrechnen. Das heißt, wie kann ich diese Grundeinheit 1 Millimeter in Meter umrechnen? Dazu überlege ich mir, gibt es oder kenne ich einen Zusammenhang zwischen diesen zwei Werten? Es ist eigentlich egal, in welche Richtung dieser Zusammenhang funktioniert. So könnte ich zum Beispiel sagen, ein Meter sind gleich 1000 Millimeter. Und mit diesem Zusammenhang hier, den werde ich jetzt verwenden und hier quasi dieses 1 Millimeter ersetzen. Das Problem jetzt hier ist, ich habe jetzt hier aber eben 1000 Millimeter dastehen. Hier müsste man jetzt eine Umrechnung machen, indem man sagt, okay, da muss ich also quasi beides durch 1000 teilen. Dann bekomme ich hier ein Tausendstel Meter sind gleich ein Millimeter. So, und das, was dann hier steht,
Also 1 Millimeter kann ich quasi durch das hier ersetzen. Und dieses dann setze ich eben für diesen 1 Millimeter hier ein. So, das heißt, ich kann dann eben schreiben, das ist also 55 mal eben dieses Eintausendstel. Das schreibe ich auch mal in Rot, damit wir sehen, woher es kommt. Und eben Meter. Jetzt muss ich im nächsten Schritt nur noch alles zusammenrechnen. Das sollte eigentlich ein Gleich sein und nicht irgendwie gewackelt. Das wäre in diesem Fall also die Zahlen zusammenrechnen. 55 mal ein Tausendstel sind zum Beispiel, ich schreibe es erstmal als Bruch, 55 Tausendstel und die Einheit ist Meter. Ich kann es auch als Dezimalzahl zählen. Durch 1000 mit drei Nullen bedeutet, ich muss das Komma, was hier hinten dran steht, um drei Stellen nach vorne verschieben. Das heißt, ich habe da 0,055 Meter. So, das ist das Endergebnis. Vom Prinzip her immer so vorgehen. Man nimmt sich die Einheit hier vor, findet für die zwei Einheiten, also die gegebene und die gesuchte, einen beliebigen Zusammenhang, trägt dann bei der einen Einheit, die gegeben ist, eine 1 dazu oder denkt sich zumindest das so und versucht den gegebenen Zusammenhang, wenn er noch nicht so, wie er sein soll, dasteht, umzuformen und ersetzt dann die Einheit, die hier oben gegeben ist, durch den Zusammenhang, den ich ausgerechnet habe oder eben sowieso schon habe, wie hier. Und dann muss ich nur noch die Zahlen zusammenrechnen. So kann man das bei jeder Rechnung machen, nicht nur bei den Streckeneinheiten. Das Einzige, was man eben braucht, ist zumindest ein Zusammenhang zwischen den zwei Einheiten der gegebenen und der gesuchten. Gehen wir nun zu den Volumen über. Bei einem Quader ist es ja so, dass ich das Volumen von diesem Quader berechne, indem ich Länge mal Breite mal Höhe nehme oder in welcher Reihenfolge auch immer. Wir könnten jetzt mal hier davon ausgehen, dass ich zum Beispiel eine Länge von 1 Zentimeter habe, eine Höhe von 2 Zentimeter und eine Breite von 3 Zentimeter. Das wären dann also. Und als Ergebnis, wenn man es jetzt erst nochmal ganz ausführlich nimmt, könnte ich die Zahlen für sich erstmal aufschreiben und dann zusammenrechnen. Ich mache das mal direkt. 1 mal 2 mal 3 sind natürlich als Zahl 6. Und Zentimeter mal Zentimeter mal Zentimeter ist hoch 3. Achtung, aufpassen, ich addiere ja nicht, sondern ich multipliziere. Und da ergibt sich dann eine Volumeneinheit hoch 3. Also hoch 3 bedeutet ja dreimal mit sich selber mal genommen. Jetzt könnte ich fragen, wie viel sind denn diese 6 Zentimeter in Millimeter umgerechnet? Eine Möglichkeit wäre natürlich, dass ich direkt hier hingehe und sage, rechnen wir doch einfach Länge, Breite und Höhe direkt um in Millimeter. Was wäre das dann? Dann könnte ich ja sagen, okay, 1 Zentimeter sind 10 Millimeter mal 20 Millimeter mal 30 Millimeter. So, warum übrigens 30? Ja, überlegen wir uns noch mal kurz, gehen wir zurück auf die Seite vorher. Wir haben hier Zentimeter und Millimeter. Die hängen beide von dem Meter ab. Und ich denke, das solltet ihr eigentlich schon wissen, dass es da zum Beispiel im Zusammenhang gibt, 1 Zentimeter gleich 10 Millimeter. Und was ich jetzt eben gemacht habe, ist, ich habe mir quasi überlegt, anstatt Zentimeter kann ich ja auch 1 Zentimeter schreiben. Und ich habe diesen 1 Zentimeter dann
ersetzt durch diese 10 Millimeter, die, wie sie ja hier stehen. Und dann habe ich eben 1 mal 10 oder 2 mal 10 oder 3 mal 10. Nun sind ja die Volumeneinheiten oder wenn Volumen gegeben sind, meistens ohne Rechnung wie hier gegeben. Vom Prinzip kann ich aber ganz genauso vorgehen. Nehmen wir uns also einfach mal diese Zahl vor und tun so, als ob wir eben nicht diese Rechnung hier vorher hätten. Ja, bei den Strecken hatte ich ja hier gesagt, ich denke mir eben oder ich denke eben daran, dass diese 55 Millimeter nichts anderes bedeuten, als dass ich 55 mal 1 Millimeter habe. Das kann ich natürlich genauso machen. Hier, dass ich zum Beispiel sage, 6 Kubikzentimeter, das bedeutet, ich habe 6 mal den Würfel mit einem Volumen von 1 Kubikzentimeter hier drin enthalten. Das soll ein kleiner Kubikzentimeter Würfel sein. 6 mal ist der drin enthalten. So. Und ein Kubikzentimeter wiederum besteht ja für sich aus, oder das Volumen ergibt sich ja aus einem Zentimeter mal einem Zentimeter mal einem Zentimeter. So, und jetzt mache ich genau das gleiche wieder wie hier drüben. Ich nehme mir also für den Zentimeter den Ersatz, den ich hier drüben habe, setze das auch da ein. Also 10 Millimeter mal 10 Millimeter mal 10 Millimeter. So, der Faktor 6 ist ja immer noch vorne dran. So, und das kann ich dann zusammenfassen. Und das ergibt dann hier ja 10 mal 10 mal 10, also 1000 Millimeter mal Millimeter mal Millimeter, also hoch 3, also 6 mal das Ganze. Also letztendlich 6000 Kubikmillimeter. Man kann das Ganze sicherlich auch noch ein bisschen anders schreiben. Ich habe jetzt hier den Kubikzentimeter eben als Zentimeter mal Zentimeter mal Zentimeter geschrieben. Alternativ könnte man natürlich eben das gleich so schreiben, dass ich sage, dass das eben hier ist ein Zentimeter hoch 3. Ja? Also eben Kantenlänge mal Kantenlänge mal Kantenlänge. Und dann bekomme ich eben, wenn ich das hier dann entsprechend hätte 10 Millimeter in Klammern hoch 3. Vom Ergebnis wäre es aber das gleiche, weil ich hätte natürlich auch hier 10 mal 10 mal 10, also 1000 und Millimeter hoch 3. Das heißt, man findet eigentlich immer die Möglichkeit, die Volumeneinheiten auf Streckeneinheiten zurückzurechnen. Und wenn ich weiß, wie ich die ineinander umrechnen kann, also die Streckeneinheiten, dann kann ich auch die entsprechenden Volumeneinheiten aneinander umrechnen. Ein klein wenig anders, aber fast das gleiche ist es bei Volumenangaben mit Litern. Und das werde ich noch in einem weiteren Video nochmal erklären.